Hallo Live-Radio hier, es ist 11:45 bei uns immer Serientippzeit und er hat es ja schon angedroht. I'll be back. Und er ist back. Arnold Schwarzenegger in Serie. Silly Serientipp. Und zwar seit kurzem wieder zu sehen in einer Netflix-Serie, die heißt Fubar. Ist auch kein Wunder, dass die momentan im Ranking ganz, ganz weit oben ist. Schaut anscheinend wirklich gerade jeder. Worum geht's denn? Der Arnold spielt da einen CIA-Agenten, der eigentlich in Pension gehen sollte. Du bist der schnellste 65-jährige Weiße auf dem Planeten. Ich denke, das war's dann. Einen Auftrag muss er neu erledigen, also das war's noch nicht. Und bei diesem Auftrag trifft er auf eine zweite Geheimagentin vom CIA, die dann, sehr überraschend, seine eigene Tochter ist. Oh, Scheiße. Meine Tochter ist in der CIA? Was ist das für eine Tochter? Ausdrücke. Ja, sind halt beide ein bisschen verwirrt, weil keiner vom anderen gewusst hat, dass er eigentlich CIA-Agent ist. Ich habe mir mal die ersten, ich glaube zwei Folgen habe ich geschafft und dann war es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu fad. Also die Serie ist schon okay. Ich liebe ja den Film True Lies mit Arnold Schwarzenegger, der war sowas von genial. Und ich glaube, sie wollten da ein bisschen anschließen, meiner Meinung nach, ja, ambitioniert probiert, aber nicht wirklich geschafft. Ich hätte mir schon mehr erwartet. Drum kriegt Fubar auf Netflix von uns gut gemeinte, sagen wir mal, 6,5 von 10 Couchpunkten.